Rewind. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute liebe Sascha. Was geht, Sascha? Ey, was geht ab, Leute? Ich habe gerade erfahren, heute geht's mal wieder ums Bauen. Revi, bitte vollende das Intro. Richtig, genau. Und zwar werden wir heute wieder eine Runde Master-Builder spielen, Leute. Das absolute Lieblingsspiel von Sascha, höchstpersönlich. Und ja, ich denke mal, du bist komplett gehypt, oder? Digga, gib das Lean in die Sprite, 187 for life. Ach, so, du sagst es, Bruder, du sagst es. Ja, ich glaube, du hast es gerade immens gefühlt. Übrigens, ich kann es kaum erwarten, dich nächste Woche Donnerstag, ich weiß nicht, wann das Video online kommen wird, aber halt kommender Donnerstag, in meinen Arm, bei mir zu Hause, ich kann es einfach kaum erwarten, nicht da. Ich glaube, es ist der Freitag, Sascha. Ist der Freitag? Es ist der Freitag, ja. Jetzt bin ich nicht zu Hause. Als Maul, Sascha! Es geht los in 3, 2, 1 und ich bin sehr gespannt, was wir heute bauen dürfen. Ihr wisst ja, ich bin sehr begabter Bauer in dem Game. Wo steht das jetzt nochmal? So, hier, und zwar musst du einen Ball bauen, Sascha. Okay, wo ist nochmal Inventory? Was mache ich nochmal? Mit E kannst du das dann öffnen. Ja, okay. Ein Ball ist halt mit Abstand das langweiligste Thema, was man sich aussuchen kann. Aber wir machen ja noch eine zweite Runde, Sascha, damit wir über 10 Minuten kommen, ne? Was? Was? Nee, klar. Also, das ist ja logisch gewesen, dass es so kommen wird, oder? Ja, ganz klar. Du, Revi, jetzt, hier ein bisschen Smalltalk auch in das Video reinzubringen, würde ich jetzt vorschlagen, du hast jetzt einfach ein Thema, über welches du gerne reden würdest. Und während wir dann bauen, besprechen wir einfach das Thema. Deswegen, ich würd mich gerne mit dir über unsere innige Freundschaft unterhalten, Sascha, wie wir uns damals kennengelernt haben und, ne, also ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr selber, wenn ich ehrlich bin. Weißt du es noch? Nee, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Es war wahrscheinlich auf irgendeiner YouTuber-Party mit 2 Promille. Und ich bin Revi und dann, oh scheiße. Also glaubst du, dass unsere Freundschaft keinen tieferen Sinn hat? Doch, ehrlich gesagt schon. Zum Beispiel? Ich würde schon behaupten, wir können schon gut miteinander so, weil wir haben ungefähr denselben Humor so. Ja. Das sagt auch Jody immer. Jody übrigens, keine Grüße an Jody. Echt, bis heute frage ich mich, wie du. Also ich. Ja. Ne? Revi, behalt einfach Jody, ne? Also sagen wir es mal so, weil besser kann es, glaube ich, für dich dann auch nicht mehr werden. Jetzt no front. Ja, klar. Klar, ich habe da jetzt wahrscheinlich große Töne, die ich spucken kann bei meinem Aussehen. Da brauche ich mich wahrscheinlich über gar nichts mehr wundern. Nee, natürlich, Sascha. Fuck, ich habe was verkackt. Ja, was denn? Nee, doch. Alles nee? Also dir ist schon bewusst, dass man in Minecraft einen Ball gar nicht bauen kann. Doch, tatsächlich. Nein, wie denn? Ja. Ist doch alles eckig hier, oder nicht? Ja, aber man kann ja trotzdem runde Formen erschaffen, Sascha. Man muss ja nur wissen, wie. Weißt du? Wie viel Zeit habe ich denn noch? Du hast noch 3 Minuten Zeit. Also das ist mehr als genug, sage ich immer, ne? Kommen wir wieder zurück zu dir und zum UFO. Revi, wie fühlt sich denn eigentlich jetzt an, mit Leuten im UFO zu sitzen, die auch alle YouTuber waren? Das ist doch super schön, oder? Das denken sich wahrscheinlich die meisten Zuschauer, wenn ich dazu denke, so ja, UFO, geil, heute stehe ich mal wieder davor, um die Jungs zu begrüßen. Da freuen die sich bestimmt. Also tatsächlich ist es absolut beschissen hier, es stinkt nach Scheiße und es ist super, super unordentlich. Aber das macht es halt irgendwo auch aus, ne? Ja, klar. Also... Nee, klar. Ist auch dann das typische Klischee von Jungs, wie man es erwartet. Wie viel seid ihr nochmal insgesamt? 5 Jungs und Izzy, ja, stimmt. Izzy ist anders. Ja. Wobei ich muss sagen, Izzy ist mein UFO-Liebling. Ich bin mir sicher, dass auch fast jeder von den Zuschauern einen UFO-Liebling hat, ist ja ganz klar. Ja. Ist genau dasselbe wie Stuttgarter Liebling, das ist meistens Nico, weil Nico halt aussieht, wie ein süßer Grieche, der niemandem was leide tun kann. So. Aber ist eigentlich, wenn wir halt ehrlich sind, wirklich... Also... Also ich persönlich bin froh, wenn ich Nico jetzt nicht sehe. Den muss, sag ich mal so. Okay. Bei dem ich mich am meisten freue, wenn ich ihn nicht sehe, ist einfach Spendi, das ist ganz klar. Ich weiß jetzt nicht, ob du Spendi gern hast oder keine Ahnung. Also Spendi ist halt für mich, sag ich mal so, der Unnötigste aus eurer Truppe. Oh, das ist hart. Aber ist halt auch derjenige, sag ich mal, mit dem... Ja, Shots feiert. Also da sehe ich auch schon wieder, wie von dir wahrscheinlich dem nächsten YouTube-Diss-Track kommt. Feature-Gast Marcel Scorpion, hoffentlich so. Also mit Marcel bin ich ja sowieso extrem gut. Auch Sonny und ich sind ja auch extrem, extrem eng befreundet. Das, ja. Sorry. Oh, Jemini. Ne, klar, kein Ding. Kein Problem. Sorry, gerade hat jemand angerufen. Das ist mein Klingelton. Ja, okay. Also nicht, dass du denkst, ich habe irgendwie Husten. Nein, oder so. Quatsch. Dir geht's gut. Mir geht's super. Und was war nochmal die Frage? Sorry. Wie ist bei dir bautechnisch so aus? Bist du zufrieden mit dem, was du gemacht hast? Bautechnisch. Ja, ich bin echt zufrieden. Ich habe mein Bestes gegeben, heute einen Ball zu bauen. Du weißt, ich halte mich da meistens immer zurück, weil ich keinen Bock habe zu gewinnen. Ja. Das ist unfair den Leuten gegenüber und auch vor allem, weil ich halt nicht aus der Minecraft-Branche komme. Ja. Dann halt, wenn du verlierst gegen mich, ist halt ein bisschen peinlich. Würdest du halt schon sagen, dass es eine ganze Branche ist, oder? Branche? Ja. Ja.
Okay, nee, das wollte ich nur mal festgestellt haben. Das finde ich interessant, dass du uns so hoch das anrechnest. Das finde ich nett, dankeschön. Ja, klar. Ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, ja. Ohne Minecraft würdest du jetzt heute nicht da stehen, wo du bist, ja. Und das gönnst du mir auch vollkommen. Ja, klar, für gönn ich dir. Du fährst ein C63, ich schätze mal, für den Tag ist so Minimum 800 Euro im Monat. Ohne Minecraft, ohne dieses Spiel, wo man eckige Dinge baut, wärst du einfach nicht da. Das ist genauso wie wenn ich ohne Nico jetzt. Ich wäre ohne Nico. So, Sascha, kommen wir doch direkt zur Bewertung hier. Was ist das denn? Ist das ein Ball für dich, Sascha? Wie sieht das für dich aus? Aber ich muss sagen, er hat ein Tor gemacht. Ja, da kann man also mal ein It's okay geben, oder? Ja, das dafür bin ich auch. Ja, also bist du vollkommen einer der Meinung. Du hast auch einen extrem schönen Skin, Sascha. Du siehst extrem gut aus. Du kannst dich mit F5 selber. Ich habe jetzt auch trotzdem mal was reingeschrieben. Ja, Opfer. Nee, kann man ja mal machen. Oh, das ist auch gar nicht so schlecht, ne? Alter, aber das ist kein Ball. Nee, das ist kein Ball. Das ist kein Ball. Nee, das stimmt. Da gebe ich mal ein Meh. Also tut mir leid. Das, Jo, was ist das denn, Alter? Hä, ich hab gedacht, ich bin schon schlecht im Bauen. Das ist ja nicht mal ansatzweise ein Ball. Oh, das ist nice. Was ist da? Oh, das ist tatsächlich ein größeres Tor. Alter, ein großes Tor mit Ding und allem drum nein, und dran. Nein, 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 da muss doch, ich leider doch, auch doch. Okay geben. Weil der Ball, der ist ja so riesig. Ja, aber das der ist doch Ball, voll geil, Alter. Was? Hör mal auf jetzt, Sascha, Mann. Ich hab mir richtig Mühe gegeben, du Penner, okay? Ich hab echt nur okay gemacht. Der steht ja in keinem Verhältnis zum Ball. Ja, was ist das denn hier? Was ist das, hä? Ein Toast? Keine Ahnung, mein Eis bleeding, ich weiß es nicht. Alter! Hä, warum können die Leute nicht bauen? Ja, finde ich jetzt auch nicht so geil, weiß ich nicht. Also, ja, es hat halt eine Ballform irgendwie, aber irgendwie. Ey, da muss ich aber echt kurz sagen, das ist das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist halt echt langweilig, ne? Das kann ja, ja jeder. Also das ist ja, ja, aber es ist im Vergleich zu dem Rest ist echt in Ordnung. Mir gefällt auch hier der Farbwechsel zwischen Weiß und Schwarz ganz klassisch geil. Der alte Adidas-Ball, wer kennt ihn nicht? Natürlich. Alter, okay. Hier hat eine Marke gleich noch gemacht. Adidas, ja. Ja. Sascha, ist das von dir? Nee, warum? Nee, weil es genauso aussieht, als wäre das von dir. Warum? Nee, weil du halt den goldenen Ball wahrscheinlich im Hinterkopf. Ja, gut gemacht, Sascha. Ja, extrem danke, gut, extrem ganz gut. Klar, das habe ich gemacht. Als YouTuber hat man auch hat man auch ein bisschen Geld. Man hat natürlich auch Verträge mit Firmen. Sascha, einfacher Win für mich an dieser Stelle. Was ist das denn? Das ist so eine Scheiße. Jo, wahrscheinlich, du musst Sascha überlegen, da waren Leute, die Paluten-Girl, die den größten Rotz gebaut hat, ist auf Platz 3 mit 120 Punkten. Ich bin auf, ey, das ist doch Schwachsinn. Ey, das ist schon wieder, ich muss mir doch nicht von 12- und 13-jährigen Kindern sagen lassen im Internet, ob das jetzt gut war, was ich gebaut habe oder nicht. Doch. Aber soll ich dir jetzt mal was sagen? Das Schöne ist ja, dass du ja so eine zweite Runde hast, um dich unter Beweis zu stellen. Denn es ist Januar, Sascha. Und wie du vielleicht weißt, sind die 10-Minuten-Videos jetzt wichtiger denn je. Warum? Oder auch ja wegen dem Geld, Sascha. Oder man macht doch gar keine Videos, kann man ja auch an der Stelle so einfach mal sagen. Ja, also ich würde gar keine machen. Ja, das stimmt. Lohnt sich auch einfach gar nicht. Also wenn ich YouTuber wäre, würde ich keine machen. Mhm, also bin ich keiner. Wann kommt dein nächstes Video? Wie wieder? Wann kommt dein nächstes Video? Ich hab jetzt aufgehört. Achso, bis November dann wieder, ne? Ich hab mal mit einem guten Kollegen von mir geschrieben, seinem Desio, ich weiß nicht, ob dir was sagt, und der hat gesagt so, der wird's genauso machen. Ah, okay. Der meinte auch, glaube ich, man kann immer wiederkommen, egal was ist, oder? Ja, natürlich. Ja, das stimmt, sehr gut. Dann ist das ja easy, dann ist das ja wirklich easy. So, was müssen wir bauen? Ein Boot. Boot. Ne, was ist denn Boot? Boot ist das, oder? Ein Stiefel. Ach so! Ist ja Englisch, Sascha. Ja, Alter, ich... Boah, stell dir mal vor, Sascha, das wäre natürlich jetzt peinlich geworden, wenn du jetzt wirklich ein Boot gebaut hättest, ne? Ja. Da muss man sich einfach mal bedanken, dass man so gute Kollegen auf seiner Seite hat, wie ich das bin. Halt's Maul jetzt! Perfekt. So, ein Stiefel zu bauen ist gar nicht so einfach, glaube ich, ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe da jetzt eine Idee, die ziehe ich durch. Mhm. Trägst du selber Stiefel? Nee. Warum nicht? Ist nicht meine Welt, aber glaub mir, Ja? Ich bin vollkommen deiner Meinung. Ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg, kann ich nicht anders sagen. Das sieht auf jeden Fall extrem gut. Ja, jetzt kommt wieder der Angeber. Ja, ich bin schon wieder auf einem guten Weg. Es ist natürlich auch für mich, sag ich mal, auch einfach, sich immer Leute rauszusuchen, die gar kein Minecraft spielen, dann zu sagen, ich habe gewonnen. Ne? Das kommt ja immer dazu. Natürlich, Mann. Das ist so, die Leute wissen doch, wenn die gehen aufs Video, Intro kommen. So, das geht los und dann sehen die auf einmal mich, dann wissen die doch, dass das Ding schon quasi vorbei ist. Es gibt nicht diesen Moment, wo man sagt so, ja, jetzt bin ich gespannt, was Sascha baut, es wird bestimmt sick. Ach, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen Zuschauer, der sich immer wieder freut, dass du dabei bist, Sascha. Und der dann auch sicherlich... Ja, der ist halt einfach nicht mehr zu helfen, so. Der sich dann auch sicherlich einfach dann auch fragt, hey, wie macht Sascha das denn heute mal wieder, ne? Ja, ist echt ein schöner Stiefel geworden, das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich hier eine fabulöse, also doch, sieht schon gut aus. Muss man einfach mal sagen, Leute, das, was ich hier wieder mal gemacht habe, ist einfach atemberaubend und geisteskrank schön. Jedes Mal lobt er sich so ins Unermessliche. Über wen reden wir jetzt gerade? Irgendeine Scheiße. Ja, über dich. Ach so. Nee, das war jetzt generell so auf alles, was ich so gemacht habe in meinem Leben. Ach so, auf dein Leben und deine Karriere. Auf meine Laufbahn quasi, weißt du? Ja, klar. Auch nochmal wirklich Gratulation zum Charity-Stream. War auch cool, dass ihr da wart, ne? Ja, natürlich. Jungs.
Ganz klar. Du, dass wir da nicht wählen dürfen, das war ja von Anfang an klar, sag ich mal. Ne? Nee, ich wollte wirklich noch kommen, aber es ging halt tatsächlich zeitlich einfach nicht. Jetzt gut, dass ich da bin. Am 27.01. diesen Monats ist ein Charity-Stream auf Twitch. Wer Bock hat, kann gerne vorbeischauen. Mehrere Informationen gibt es bei mir noch auf Snapchat. Snapchat heiße ich Sascha Hellinger. Wahrscheinlich hat es Revi rausgeschnitten oder irgendeinen falschen Namen. Nee, das ist schon alles Sascha. So ein Ehrenmann bin ich. Das gönne ich dir. Da gibt es auf jeden Fall einen 12-Stunden-Stream, Charity-Stream. So, habt ihr gehört. Gespannt. Time is up. Ich rede noch ein bisschen zu viel dafür, dass es nicht mal mein Kanal ist. Ist gar nicht schlimm. So, deswegen. Guck mal hier, Sascha. Das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Warte, ich kann gerade nicht fliegen. Er hat vielleicht zwei gebaut. Ey, die Leute sind so intelligent, Mann. Ja gut, das ist auf jeden Fall... Das finde ich scheiße. Ja, also tut mir leid, das... Nee, muss ich mal Eis aber wieder... Also, nee, Mein Minecraft-Kanal kommt ja jetzt auch tatsächlich demnächst. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Oh, da hat wirklich einer ein Boot gebaut. Alter, er hat... Eieieiei. Oh Mann. Ja, Sascha, wie kann man... Er kommt sogar durch damit. Er kommt sogar damit durch. Na hey, gut. Wenn er vor mir ist, wie hieß er? Ich weiß oh, guck mal, hier ist ein Westernstiefel. Die Idee finde ich ganz nice. Ja, oh, das ist mal wieder ein Boot. Ganz klar. Why not? Kann man ja auf jeden Fall machen. Ja, schön ist anders, war? Schön ist anders. Palutengirl. So, ja, Palutengirl. Absolute Täuschung. Also, wenn jetzt Palutengirl vor mir ist, dann rastet wirklich, dann ist Feierabend. Alter, oh! Sogar mit Schnürsenkeln. Alter, das ist echt geil, Sascha, oder? Das ist crazy shit. Dem gebe ich mal so einen grünen. Was? Einen grünen? Willst du mich verarschen, Mann? Gib mir mal das Lila, Alter. Ja, aber die Schnürsenkel sind. Ey, das ist halt. Aber gut, du hast die. Sag mal! Was ist denn los, Mann? Sascha, wie. Generell, Minecraft ist doch dein Game, oder? Sascha, ich würde es wirklich begrüßen, dich irgendwann als Minecraft-Kanal aufnehmen zu können. Also, dich einfach als... Wenn du nicht... Ganz ehrlich, Sascha, ist das deins? Ist das deins? Warum? Nee, weil ich weiß, dass es von dir ist. Warum? Nee, es sieht einfach so aus, als wäre es von dir. Nee, hast du aber schön gemacht. Ah, nee, doch nicht. Okay, gut. Ja, Sascha. Und jetzt ist der Moment, wo gleich mein Sneaker kommt, dann rasten die Leute komplett aus, Mann. Glaub mir. Ist er das? Komm, lassen wir das einfach mal. Sascha, ich würde es auf jeden Fall echt begrüßen, wenn du, sag ich mal, irgendwann mal einen Minecraft-Kanal startest. Nee, auf jeden Fall. Also und auch bei Varo mit dabei bist, ne? Das Spiel ist... Sowieso. Das Spiel ist noch nicht tot, sag ich mal, ne? Da kann man das immer noch... Das hat Potenzial, finde ich. Richtig, ich genau. Potenzial. Ja, hast du den gebaut? Also falls doch, dann bin ich wirklich beeindruckt, Alter. Ja, gell? Also wenn das jetzt wirklich von dir wäre, Sascha... Ja. Dann ist es krass, aber es ist nicht von dir, weil ich glaube nicht, dass das von dir ist. Natürlich ist es nicht von mir. Guck mal, hier vorne, wie der hier Abstand gelassen hat. Ich habe doch keine Ahnung, Mann, wie sowas geht. Sascha. Oh, der ist nice. Der ist nice. Der ist echt nice. Der ist nice. Das ist einfach ein Yeezy-Boot, muss man sagen. Es ist ein Yeezy-Boot noch mit Revi-Schrift hinterher. Ist super geil, ist super geil. Gut gemacht, Sascha, gut gemacht. Dankeschön, ich bin stolz auf dich. Deine Eltern sollten auf jeden Fall auch stolz auf dich sein. Wenn ich so, vor diesem da hole ich mir mal wieder den Win. Sascha, Vierter geworden, Alter, hä? Sascha, was? Ich hab nicht gewonnen! Er hat gewonnen? Nee, das, also ganz ehrlich, Leute, nee. Nein! Sehe ich überhaupt nicht ein, Sascha, sehe ich ganz ehrlich nicht ein. Ich werde dieses Game nie wieder in meinem Leben spielen. Sascha, möchtest du noch abschließend irgendwas dazu sagen? Endlich keine Scheißqualität. Genau, Sascha, irgendwas noch am Ende, was du vielleicht sagen möchtest, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Super, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schaut mal Sascha vorbei, schaut mal seinem Charity-Stream vorbei, ihr habt's gehört. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. We'll be right back.